Hi, ich bin's Noni und das ist mein Rezept für Kekse. Christmas Kekse. Ich dachte mir, Weihnachtszeit, Essenszeit. Shoutout an meine Freundin Mimi, von der ich dieses Rezept habe. Danke, Mimi. Das beste Rezept. Nur 3 Zutaten, alles cool. Ihr könnt es auch einfach nur mit 2 Zutaten machen. Die sind natürlich plant-based. Let's begin. Ihr braucht natürlich auch noch eine Schüssel. Und jetzt kann es auch schon losgehen. Ich habe dafür auch noch einen Rabattcode in der Bio. Klickt einfach den Link unten. Sind da jetzt die Batterien alle oder was? Für eine normale Portion. Sorry, ich bin Triple Air Sign. Ich habe das gerade einfach. Hallo. So, genau. Wenn ihr 100 Gramm Oats abgewogen habt, könnt ihr die in die Schüssel tun. Die Bananen. Ihr braucht, nehmt am besten solche, die so braune Punkte haben. Es wird jetzt voll die Sauerei, aber ich meine, ich habe jetzt hier keine Handschuhe oder so, aber ich bin auch generell dagegen. Au. Aua. Ihr könnt dabei gerne auch so Christmas Music anmachen oder so. Ich finde immer diese Dinger hier so eklig. Lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen. Für 100 Gramm sind halt 2 Bananen eigentlich ganz gut. Jetzt braucht ihr am besten eine Gabel. Und dann mischt ihr das einfach alles so durch. Genau. Unter Noni25 kriegt ihr 5% auf Bananen. Ist jetzt ein bisschen schwer. Also, das dauert relativ lang, aber damit trainiert ihr eben euren rechten Arm. Da Cranberries, irgendwelche Toppings, die ihr zu Hause habt, keine Ahnung, Chiasamen. Weihnachten! Ich würde sagen 40 Gramm ab. Schokolade so angelaufen ist oder so. Rabattcode findet ihr übrigens wieder in der Bio. We wish you a Merry Christmas. Als nächstes ein Blech. Tutorial. Wash your hands, okay? Habt ihr jetzt solche kleinen Bällchen? Währenddessen könnt ihr den Ofen vorheizen auf so 180 Grad. Zwilling, wie so das Feuerzeichen von den Luftzeichen. Genau, einfach so dann da so drauf. Einfach alle seine Probleme vergessen. Einfach so ein bisschen was craften. Oh Gott, gerade nochmal gut gegangen. Looking good. Ist halt auch ein bisschen aesthetic. Easy, leicht zu machen. Plant-based. Feliz Navidad. Oh Gott, 20 Minuten in den Ofen. Während wir auf die Kekse warten, dachte ich, machen wir kurz so ein bisschen atmen. Das ist einfach gut für die Mental Health. Heißt, sieht gut aus, oder? Christmas Cookies mit Noni. Vergesst bitte nicht, mich zu abonnieren. Bis bald, ihr Süßen.